Benutze Zeitmaschine mit. Ich glaube, ich weiß schon, wo ich sie benutzen muss. Vielleicht war es auch einer von euch. Vielleicht kann sich einer von euch erinnern. Das allererste Mal, als wir in der Wüste waren. Was passiert ist. Gleich nebenan. Ich gehe jetzt mal dahin, genau hier. Mit. Stein, hallo? Stein, ja. Stein? Stein? Nein? Wunderbar. Hallo? Hä? Okay, wie verwende ich das? Ah! Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Vielleicht muss ich auch erstmal in die Sphinx und irgendwie hat das damit später irgendwas zu tun. Mal sehen. So, einmal so rum. Jetzt wird wieder mal schön durch die Gegend gelaufen. Wahrscheinlich kommt er jetzt auch erst auf die Idee, seinen Handabdruck da drauf zu tun. Auf diesen Stein. Und davor ist es ihm gar nicht das eingefallen. Boah, die Musik ist schon wieder so laut. Was ist denn hier los? Okay. Gespeichert hat sich's eigentlich. Didit. Didit. So, genau. Handabdruck. Da ist ein Handabdruck im Stein. Ja, und den sollst du drücken. Da ist ein Handabdruck im Stein. Den willst du nicht drücken? Wieso? Der Bauch der Sphinx. Handabdruck mit Stein? Handabdruck mit Stein, Zeitmaschine mit Stein. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Nicht? Ja, was soll ich dann machen? Oh, ich habe mich schon so gefreut, so yay, ich weiß endlich, was zu tun ist. Und von jetzt auf nachher sind alle meine Hoffnungen zerschlagen worden. Na, wo sind sie denn? Das frage ich mich auch. Wo sind sie denn? Die Erfolge. Ah, da drüben ist einer. Okay. Schön, dass du wenigstens welche findest. Trete Wüste. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Hallo Leute, ich bin wieder zurück. Und komme mit schlechten Nachrichten. Da ist ein Handabdruck im Stein. Und ich habe nichts, um den Handabdruck zu betätigen. Vielleicht muss ich ja meinen Fuß da reintun. Aber es hat nicht funktioniert. Da. Auch diesem Wasser möchte ich nicht zu nahe kommen. Asiel, du willst doch nicht etwa mit dem Pharao zusammenarbeiten. Ich glaube, wenn ich meinen Fluch loswerden will, muss ich mich wohl auf das Spiel einlassen. Ich denke nicht, dass du da lebend wieder rauskommst, wenn ich ehrlich sein soll. Vielleicht fällt mir ja noch etwas ein, wie ich dir helfen kann. Null Problemo. Ich mach das schon. Vielleicht könnt ihr mir helfen, Jungs. Hallo. Hallo. Nix. Nix Sinnvolles. Schönen Tag noch. Ebenso. Sklave. Ich glaube, hier bin ich gut aufgehoben. Okay, dann eben nicht. Ich gehe nochmal dahin, zu den Bananen. Vielleicht kann ich ja doch noch irgendwas anfangen. Pinsel kann ich nicht aufheben. Banane, kann ich noch eine Banane mitnehmen? Davon habe ich genug. Aber sonst liegt ja nichts rum. Es sind alles Bananenstauden hier. Ja, dann gehen wir mal wieder zurück in die Stadt. Wie es ausschaut. Oh oh. Dieser Fluch hat sich schon über den ganzen Rücken ausgebreitet. Und über die Brust. Das sieht nicht sehr gut aus. Ein Todesfluch. Also dann. Dann geht's mal wieder außen rum. Juhu, ich freue mich. Jetzt, Mann. Bleibt jedes Mal stehen. Okay, Abkürzung zum Boot.
Genau. Und mit dem Boot in die Stadt. So. Kann ich, bevor ich in die Stadt gehe, kann ich dich was fragen, Hellseher? Take two Kashun. Da bist du ja wieder und hoffentlich schlauer als vorher. Was ist dir aufgefallen? Tja, das ist alles? Deine Recherche scheint mir etwas dünn. Okay, ich glaube, das bringt alles nicht. Oder vielleicht sollte ich doch die anderen Möglichkeiten durchgehen. Da bist du ja wieder und hoffentlich schlauer als vorher. Was ist dir... Blablabla, Kairo scheint eine ziemlich kleine Stadt zu sein. Naja, sie sind noch beim Aufbau. Aber hilft dir das weiter? Da bist du ja wieder und hoffentlich schlauer als vorher. Was ist dir aufgefallen? Der Fährmann scheint nicht viele Kunden zu haben. Er ist der Nächste auf meiner Problemlöserliste. Aber hilft er dir weiter? Tja. So, was gibt's dann noch? Also hier sehe ich erstmal nichts. Der Typ schläft noch. Drache des Sklavenhändler. Auch nichts. Okay, Handabdruck im Stein. Handabdruck im Stein. Soll ich ihn... Möchte aber seine Hand nicht drauflegen. Aus welchem Grund auch immer. Nee, du bringst mir eh nichts, Schneider. Die Oma auch nicht. Bringst du mir überhaupt noch irgendwas? Hallo, Asil. Hast du den großen Schatz schon gefunden? Falls nicht, möchte... Nee, zurückbringen. Na, vielleicht kann ich ja mit dem Typen hier reden. Meinem alten Freund. Hey, schicke Tätowierung. Kann ich dir weiterhelfen? Ich würde diese schicke Tätowierung gern wieder loswerden. Ich glaube, dafür braucht man schon übernatürliche Fähigkeiten. Vielleicht solltest du den Meditierenden am Nilufer mal danach fragen. Sorry, ich kann mich nicht aufs Gespräch konzentrieren. Wo gibt's hier was Gutes? Weil ich die ganze Zeit im Hintergrund diesen Typen sehe. Ich glaube, dieser Weinverkäufer kann auch ganz andere Sachen zaubern. Bis später. Ja, bis später, mein Freund. Wie der Typ einfach nur hin und her läuft. Ah, Mist. Statue. Brauche ich eine Statue mit einem Handabdruck? Ja, nein. Ich glaube, hier ist nichts mehr. Hä? Nee, da komme ich ja nicht mehr rein. Also von vorne komme ich da nicht rein. Gibt es vielleicht hinten drin im Hof, im Palasthof oder Palastgarten irgendwo eine Hand? Feine Handarbeit aus Theben. Nee, hier gibt's auch nichts. Hand. Kann mir jemand eine hilfreiche Hand reichen? Hohoho. Hallo. Lauf doch. Hier scheint ja nichts mehr zu sein. Currypulver. Nein, ist auch schon weg. Da komme ich auch nicht hin. Aber hier ist echt nichts. Nee. Gar nichts. Nix. Nada. Niente. Aber die Wache steht immer noch da. Hauptsache das. Das ist doch toll. Okay. Nochmal kurz überlegen. Da steht alles unter Wasser. Wie es ausschaut, kann ich in Kairo erstmal nichts machen. Beziehungsweise nichts finden. Das heißt, in der Wüste muss ich irgendwas finden. Die einzige Möglichkeit ist es, das mit, wie heißt sie? Tara heißt sie, genau. Tara irgendwie überzeugen. Oder
irgendwie die Hand auf den Fels bekommen. Keine Ahnung wie, aber ja, muss ja. Muss ja irgendwie. Ansonsten... Schauen wir uns das mal an. Also erstmal wieder zur Sphinx gehen und dort schauen, ob ich die Hand endlich mal drauflegen kann. Komm schon. Schneller. Schneller. Also dass es nicht irgendwie so eine Karte gibt, wo ich einfach hin und her... Kann ich das? Kann ich das so machen? Nee. Das wäre es ja gewesen, wenn ich da so einfach die Karte öffnen kann und auf die Dinger klicken könnte. So. Muss ich den Smaragd drin damit kombinieren? Das scheint nicht zu funktionieren. Okay. Den Eimer, der wird's wohl sein. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Zeitmaschine. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Pinsel? Das scheint nicht zu funktionieren. Irgendwas? Betrachte Bauch. Der Bauch. Der Bauch der Sphinx. Das scheint nicht zu funktionieren. Das scheint nicht zu funktionieren. Ja, was funktioniert denn dann? Gefäß mit Deckel. Hoffentlich sind da keine Viecher drin. Ja, also... Ja, weiter nach rechts geht's auch nicht. Habe ich irgendwas übersehen? Irgendein Gegenstand? Das wird mich jetzt ärgern. Ja gut, dann gehen wir nochmal zu den anderen Leuten da, zu den Rebellen, die richtig gut versteckt in der Wüste sind. Sie werden mir ein Vermögen einbringen. Nee, sprechen wollte er ja nicht. Handabdruck. 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 Irgendwas übersehe ich doch. Handabdruck. Aber was übersehe ich? Handabdruck. Ein Handabdruck. Handabdruck. Auch diesem Wasser möchte ich nicht zu nahe kommen. Du willst doch nicht etwa mit... Ja, da waren wir schon. Keine Sorge. Meister Asil hat alles unter Kontrolle. Warum bloß stimmt mich das nicht so zuversichtlich? Vielleicht fällt mir ja noch etwas ein, wie ich dir helfen kann. Du könntest den Ring nehmen. Das scheint nicht zu funktionieren. Dann schaue ich mir alles mal an. Der Schlüssel zur Unterwelt. Ohne Energie bezweifle ich, dass hiermit nochmal jemand irgendwo hinreist. Ein Eimer, in dem mal rote Farbe war. So gut wie neu. Energie, aber was für Energie? Und wie befördere ich die Energie da rein? Kann die Suppe mitnehmen? Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Schade. Das Richtige nach einem anstrengenden Tag. Das mache ich lieber, wenn ich meinen Fluch losgeworden bin. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Nein, Mann. Ja, was wird denn funktionieren? Energie, ich brauche Energie. Wo kriege ich Energie her? Überlegen. Ich weiß es nicht. Bananen geben mir keine Energie. Oder doch? Also dann, ich glaube, ich mache mal erstmal eine kurze Aufnahmepause und danke erstmal fürs Zuschauen. Für euch geht es wahrscheinlich gleich weiter, ansonsten in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao.